Hallo, hallo, hallo. In Physik verstehen und üben, E-Lehre S1, 125 geht es um Spannung zwischen Leiterstücken unterschiedlicher Dicke. Stell dir mal vor, du hättest hier einen dünnen Draht und hier einen dickeren Draht, der einen doppelt so großen Durchmesser zum Beispiel hat. Und dann misst du die Spannung, die zwischen den beiden Punkten A und B anliegt, und vergleichst das mit der Spannung, die zwischen den Punkten B und C anliegt. Dann hast du Situation, dass in diesem gesamten Stromkreis, wenn du dir so einen geschlossenen Stromkreis vorstellen würdest, die Stromstärke konstant. Das heißt, die Anzahl der Elektronen, die durch den kleinen Leiter pro Zeit fließen, stimmt mit der Anzahl der Elektronen durch den großen Leiter pro Zeit fließen überein. Aber dadurch, dass die Elektronen hier in diesem kleinen Leiter eine deutlich höhere Geschwindigkeit haben, wie hier in dem rechten größeren Leiter, hat man auch die Situation, dass hier die Elektronen mehr Energie Kupferatome abgeben, deswegen schwingen die hier stärker. Man sieht das auch, wenn ich die Spannung hier weiter erhöhe, dann fängt dieser kleine, dünnere Draht schon an zu glühen, während dieser rote nicht so heiß wird. Das heißt, die Spannung hatten wir ja so definiert als die Energiemenge, die eine bestimmte Ladung am Durchlaufen der Strecke von A nach B abgibt, geteilt durch Ladungsmenge. Und weil die Ladungsmenge, die einer bestimmten Zeit fließt, in diesem Bereich und in diesem Bereich die gleiche ist, das liegt ja daran, dass man die gleiche Stromstärke hat, und Stromstärke war ja dann auch so, die Ladungsmenge ergab sich ja als Stromstärke mal Zeit, das heißt, wenn ich das Produkt Stromstärke mal Zeit berechne, habe ich in diesem Bereich das gleiche wie in diesem Bereich. Insofern hat man dann in einem bestimmten Zeitintervall in diesem Bereich dann die gleichen Anzahl Elektronen, die pro Zeit fließen wie in diesem Bereich. Und das bedeutet dann, dass in diesem Leiter mehr Energie pro Zeit abgegeben wird als in diesem Leiterstückchen. Und das heißt, dass die Spannung zwischen dem Punkten A und B höher ist als die Spannung zwischen den Punkten B und C. Hier habe ich mal den Versuch so ähnlich aufgebaut, wie ihr ihn vorhin bei der Übung gesehen habt. Ich habe einen dünnen Leiter in Form von einem Glühdraht in dieser einfachen Lampe, und ich kann mir einen Draht mit einer doppelt so großen Querschnittsfläche vorstellen, durch Parallelschalten dieser beiden Glühbirnen. Dadurch erhalte ich, indem ich die beiden dünnen Glühdrähte ja parallel schalte, einen Draht mit einer doppelt so großen Fläche. Und was ich jetzt sehe, ist, dass dieser dünne Draht sich viel stärker erwärmt als dieser Draht quasi durch das Parallelschalten dieser beiden Birnen, der eine doppelt so große Fläche hat. Und ich werde jetzt auch durch Messen zeigen, dass dann zwischen zwei Punkten an diesem dünnen Draht, das messe ich hier mal die Spannung durch 1 Voltmeter. Da erhalte ich jetzt eine Spannung von 5 Volt. Ich müsste mal die Messleitung vertauschen, damit ich auch einen positiven Wert erhalte. Erhalte ich eine Spannung von 5,16 Volt. Und bei dem Draht, der jetzt ja eine doppelt so große Querschnittsfläche hat, habe ich eine deutlich geringere Spannung
von lediglich 0,82 Volt. Na gut, die meisten sind jetzt vielleicht mit dem Versuchsergebnis erstmal zufrieden und sagen, ja, das war eigentlich auch das, was wir erwartet haben. Beim dünnen Draht bewegen sich die Elektronen auch mit einer höheren Geschwindigkeit, geben mehr Wärme ab. Und ich habe auch, weil ich insgesamt eine konstante Stromstärke habe, also die Anzahl der Elektronen pro Zeit, die hier reinfließen, fließen auch an der anderen Seite wieder raus. Deswegen erwarte ich im Grunde genommen auch, wie wir uns überlegt haben, dass hier beim dünnen Draht eine höhere Spannung anliegt. Und das habe ich ja auch nachgemessen. Aber warum ist die Spannung denn so viel höher? Also hier habe ich ja 5,16 Volt und bei dem doppelt so dicken Draht habe ich lediglich eine Spannung von 0,8 Volt. Eigentlich hätte ich ja erwartet, dass ich da gar nicht so große Unterschiede habe, sondern ich hätte selber erwartet, dass der Faktor 2 ist, dass ich hier eine doppelt so hohe Spannung habe wie hier. Aber das liegt nun daran, dass der Widerstand dieses Glühdrahts mit der Temperatur auch zunimmt. Das heißt, wenn ich jetzt, ich habe jetzt insgesamt mal eine Spannung von 6 Volt angelegt. Und wenn ich die Spannung jetzt deutlich mal reduziere, also ich sage, ich nehme nicht 6 Volt, ich nehme einfach mal eine Spannung von 0,1 Volt insgesamt. Und dann mache ich nochmal die Messung. Es wird sicherlich auch eine Zeit dauern, bis dieser Glühdraht sich etwas abgekühlt hat. Jetzt habe ich hier noch eine Spannung von 0,075 Volt und hier eine Spannung von 0,03. Das passt im Grunde eigentlich schon besser zu den Erwartungen, dass ich im Grunde genommen sah, die Spannung, die ich jetzt hier an den zwei Punkten bei dem doppelt so mit der doppelt so großen Querschnittsfläche habe, ist jetzt mit 0,03 Volt circa halb so groß wie die Spannung hier 0,073. Also ganz genau stimmt es auch noch nicht. Aber dass man jetzt nicht genauso einen Faktor 2 hat, liegt unter anderem ja auch daran, wie wir jetzt gesehen haben, dass der Draht, wenn er heiß wird, auch einen höheren Widerstand bekommt. Und die Älteren von euch, die ja auch vielleicht schon mal so Glühbirnen und nicht nur LED-Birnen oder Energiesparbirnen kennengelernt haben, die haben dann auch festgestellt, dass die Glühbirnen gerade beim Einschalten kaputt gehen. Und da spielt nämlich dann auch dieser Effekt eine Rolle. Wenn die Glühbirne warm ist, hat dieser Heizdraht der Glühbirne einen höheren Widerstand und dadurch fließt ein geringerer Strom, aber Widerstände werdet ihr erst später kennenlernen. Und wenn die Glühbirne quasi jetzt erst eingeschaltet wird und noch kalt ist, dann fließt beim Einschalten höherer Strom und die Glühbirne kann dann schneller durchbrennen.